Ja, im letzten Video habe ich groß angekündigt, dass ich zwischen San Francisco und Los Angeles nicht filme. Ich fahre hier den Highway 1 runter und also wie sollte ich hier nicht filmen? Das wär ja übel bescheuert. Es ist einfach zu geil hier. Ich bin hier auf dem Highway Nummer 1 und der geht quasi komplett hier an der Pazifikküste entlang. Das ist wirklich eine Straße, wenn mal jemand einen Roadtrip macht in den USA oder die USA bereist, ihr müsst der Highway 1 fahren, wirklich. Traumhafte Straße für Motorradfahrer. Ich meine, guckt euch das hier an, das sind Kurven, das ist unglaublich. Man muss fairerweise dazu sagen, dass hier natürlich ein sehr niedriges Geschwindigkeitslimit ist. Aber es macht trotzdem unfassbar Laune. Es ist im Prinzip eigentlich knallerheiß heute. Aber dadurch, dass die kühle Seeluft da hochkommt, ey, es ist der Hammer, gell? Also meine Laune hat sich sowieso eigentlich um 180 Grad gedreht, muss ich sagen. Weil das Motorrad jetzt tatsächlich das macht, was es soll. Ich klopfe nochmal auf Holz. Und dann guckt euch mal die Straße hier an. Das ist echt der Wahnsinn. Mir ist aufgefallen, dass ich zwar in einem meiner Videos mal so die Route grob erklärt hatte, die ich hier fahre. Aber ich glaube, ich habe die nie benannt. Und das, was ich hier in Nord-, Mittel- und Südamerika mache, das ist die sogenannte Panamericana oder auch der sogenannte Pan American Highway. Und das Ganze startet in Alaska. Das war der Grund, warum ich da nach Prudhoe Bay gefahren bin. Es ist zwar Fairbanks, der eigentliche Stadt, aber die meisten Leute fangen oben in Prudhoe Bay am Arktischen Ozean an. Und dann geht das Ganze runter bis nach Patagonien. Hat es mir hier gerade echt mal wieder die Sprache verschlagen. Dann geht das Ganze runter bis nach Patagonien und ich fahre dann bis Ushuaia oder Ushuaia. Manche sagen so, manche sagen so. Das ist quasi die südlichste Stadt der Welt, aber die streitet sich mit irgendeiner anderen Stadt um den Titel. Auf jeden Fall ist es auf dem amerikanischen Kontinent die südlichste Stadt. Jetzt gibt es da natürlich offizielle Highways, die man da eigentlich nimmt, aber keiner fährt wirklich diese offizielle Panamericana runter. Also glaube ich zumindest nicht. Die meisten Leute, die fahren immer mal ein bisschen links und ein bisschen rechts, um sich halt noch entsprechende andere Sache anzuschauen, die man auf so einer Reise sehen will. Dann treffe ich mich mit dem Philipp in Los Angeles. Wir warten dann auf ein Paket, das aktuell aus Deutschland unterwegs ist. Ist das geil hier! So keep the shirts. I left at your place. They'll do nothing for me now except dress me in pain. And I know that love is a game. But if I keep losing, I don't wanna play. And I could wait around just a little bit longer. I'll be gone by the time of the end of this song. There goes the ghost of a girl I don't know, man. Bremsversager und dann im Meer. Ja.
ungelogen, das hier, der Highway Nummer 1, ist die geilste Straße, die ich bisher in Amerika gefahren bin. Also, asphaltierte Straße. Einfach nur geil. Das macht so unglaublich Spaß. So, jetzt bin ich hier an der Tankstelle. Mir war schon klar, dass es wahrscheinlich teuer ist, aber Alter, 9 Dollar für eine Gallone. Das ist jetzt auf Platz 1 der teuerste Spritpreise, die ich hier gesehen habe. Platz 2, der bisherige Platz 1, war in Prudhoe Bay. Und da komme ich bis heute nicht drauf klar, weil das Öl kommt von da. Das kommt daher. Und dann ist das da die teuerste Tankstelle ever. Jetzt die zweiteuerste. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, aber das Öl muss ja zurück und wird kommt in eine Raffinerie und wird zurückgeliefert. Mag schon sein, aber also das, ne? Vielleicht könnt ihr den Gedankengang nachvollziehen, dass es erstmal komisch ist, wenn man da ist, wo das Öl herkommt, an vorderster Front, und dann kostet es da 9 Dollar und hier 10. 10! The end of the song, there goes the ghost of a girl I adored, oh Magdalene. So, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, wenn ich euch das erzähle, wo ich jetzt hier mit dem Philipp zusammen hinfahre. Und zwar fahren wir jetzt über einen Friedhof. Und in Deutschland würde ich jetzt sagen, das ist ja vollkommen pietätlos. Aber tatsächlich liegen hier einige Berühmtheiten auf dem Friedhof. Beispielsweise Lenny Kilmister, der Leadsänger der Band Motorhead. Und das ist ein Touristenziel hier tatsächlich. Also es gibt hier, ihr seht es ja, eine Straße, die über diesen Friedhof geht. Und ja, kann man sich das hier anschauen. Interessant finde ich es hauptsächlich deswegen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wahrscheinlich jeder von uns schon mal einen Film gesehen hat, wo die dann auf einer Beerdigung waren, ja, und dann hat man das ja immer gesehen, wie der Trauerzug dann da entlang fährt und dann standen die da alle. Ja, also man kennt es auf jeden Fall aus Filmen, würde ich sagen. Oder kommt wohl ein neuer Bewohner, so wie es aussieht. Unser neues Loch gebuddelt. Ist das verrückt, dass... Wisst ihr, ich habe so lange überlegt, will ich das wirklich filmen? Und mache ich das ins Video rein? Andere Länder, andere Sitte, was soll ich dazu sagen? Boah, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl, ehrlich gesagt. Er gerade kniet da über dem Grab. Naja gut, vielleicht ist es jemand, den er kennt. Vielleicht ist es aber auch nur irgendein Star oder weiß der Geier was. Und wir fahren hier rum und machen Sightseeing, ey. Andererseits zeigt das wiederum exakt dieses Extrem hier in Amerika. Das ist tatsächlich eine relativ gute Zusammenfassung. Ich versuche zumindest hier sehr untertourig zu fahren, weil ich will ja keinen Krach machen, ey. Das ist ja wirklich übel. Ich muss aber fairerweise auch wirklich sagen, irgendwie in gewisser Art und Weise, je länger ich drüber nachdenke, finde ich es auch gar nicht so schlecht, weil ernsthaft so in Deutschland auf dem Friedhof, da wird dann die Tür zugemacht. Und irgendwo, wenn man jetzt wirklich jemanden in der Familie oder so weiter hatte, der gestorben ist, dann ist es ja schon scheiße, wenn der plötzlich nicht mehr in deinem Leben ist. Und dann ist es doch eigentlich in gewisser Art und Weise dann komisch, wenn man die auf irgendwo einsperrt. So. Und wenn das hier halt wirklich so ist, dass dann dadurch jetzt hier eine gewisse Integration der Tote in das ja, normale, reguläre Leben irgendwie mit eingebunden wird, dann ist das zumindest eine Seite oder eine Sicht, die ich schon verstehen kann. Aber es ist schon irre, wie viele Gräber hier sind. Das ist schon wirklich krass. Oh Gott, ey, nee, oh, okay, oh, das geht ja gar nicht, ey. Alter, da ist gerade eine Beerdigung, ey, und ich will das. So, und da links sind aber wieder Rehe, also... oh Mann. Aber da wird aber ziemlich viel gelacht, muss ich sagen. Dafür, dass es eine Beerdigung ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Oh.
Ich nehme das unter Vorbehalt ins Video rein und sage aber hier nochmal ganz, ganz klar, dass ich das deswegen mache, weil wir hier in Amerika sind und weil das hier zu dem Bild zugehört, das auch akzeptiert ist. Aber ich sage ganz, ganz klar, dass ich mich dabei sehr unwohl fühle. Aber es ist eben so, wie Amerika ist, und ich habe schon mal gesagt, ich werde in die Videos nicht reinlügen. Das mache ich nicht. Vielleicht wird es auch mit Absicht nicht grün, damit die Tote den Friedhof nicht verlassen können. Was ich an L.A. richtig schlimm finde, ihr könnt es da hinten sehen, da ist die Stadt. Es ist alles voll mit Smog. Und ich habe in den letzten anderthalb, zwei Jahren leider Gottes Asthma entwickelt. Ja, wobei das wahrscheinlich sich schon länger angebahnt hatte. Aber ich habe richtig gemerkt, wenn ich in L.A. drin bin, ich halte es da nicht länger als einen halben Tag aus und dann huste ich eine Woche durch. Trotz Asthma-Spray in allem, das ist richtig übel. Also die Feinstaubbelastung da. Wir sind heute Morgen da so einen Berg runtergefahren, wo unser Campground ist aktuell. Da ist eine Wand, da ist wirklich eine Wand aus Smog und es schimmert so komisch braun. Also ganz übel, wirklich. So, jetzt wird ein Stück gewandert hier. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass hier die ganzen Gates sind von Warner Brothers. Also dann scheinen dahinter die Filmstudios von denen zu sein. Und das gehört mit Sicherheit hier auch alles dazu. Ja, sind dann wohl die Filmstudios. Gar nicht so glamourös, wie man... Glamourös. Ist auf jeden Fall nicht so glamourös, wie man sich das Ganze vorstellt. Gott, ich bin ja so aus diesem Filmgame raus. Von dem ganzen Zeug, was es da irgendwie gerade gibt, habe ich noch nie irgendwas gehört. Wie sie gerade da gestanden sind mit ihren Knüppel in der Hand. Wir haben gestern, hatten wir unser Lager da drüben eigentlich die letzten paar Tage. Und dann kam irgendwann der Typ mit dem Van da, das sieht man jetzt nicht so gut. Ich gehe mal da ein bisschen ums Eck, in dem komischen Minivan, in dem Schwarzen da angefahren. Und hat angefangen rumzuschreien. Nee, erst hat er rumgetrommelt, ne? Musik gemacht. Und Musik gemacht, aber komplett nicht im Takt. Ja, genau so, ja. Ja. So, und dann... Und dann hat er irgendwann angefangen rumzuschreien, dann haben wir gedacht, er telefoniert, aber niemand hier hat Service. Weil wir sind hier in so einem Canyon drin, da gab es nichts. Und dann haben wir rausgefunden, dass der mit sich selber redet und der hat die ganze Nacht rumgeschrien. Wir dachten, erst sind zwei oder drei Leute. Ja. Und der hat er, einmal war er aggressiv, dann auf einmal hat er geweint, dann hat er irgendwie und die ganze Zeit von Waffe und Militär und plötzlich, und das war eigentlich kurios, und das sage ich, sag mal, Philipp, da fliegt doch eine Drohne. Ich finde, Philipp, dass er einen Reißverschluss aufmacht, ist der wirklich wie eine Drohne. Ich verstehe nicht, wie der noch in der Lage ist, weil der Redezeit, seit er da ist, ununterbrochen mit sich selber, außer in dem Moment, wo er die Drohne geflogen ist. So, haben wir ja alles. Ist der natürlich nicht draußen und schreit rum, sondern sitzt da wieder im Auto. Lässt wahrscheinlich ja wieder die ganze Zeit laufen. Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Das war dieser Monte Cristo Campground. Das ist so ein freier, staatlicher Campground. Da macht man dann in so eine Donation Box einen Preis X rein, den die da auf ihrem Schild draufschreiben. Wir waren jetzt hier pro Platz $12. Also hat jetzt jeder für die Übernachtung $6 pro Nacht bezahlt. Das war okay. Und das liegt auf so einem Pass hinter Las Vegas, das Ganze. Entschuldigung, hinter Los Angeles, hinter L.A. Und es ist eine Traumstraße hier. Philipp und ich sind die letzten zwei Tage echt immer so hoch und runter geballert. Das ist motorradmäßig asphaltiert die beste Straße, auf der ich jemals gefahren bin. Das ist auch wieder so ein klassischer Vorführeffekt. Jetzt erzähle ich euch, wie geil die Straßen hier sind
Und da gibt es irgendwie 4 oder 5 verschiedene Seiten, wie man den Berg da hochfahren kann und durch den Canyon durchkommt. Jetzt fahren wir natürlich genau da runter, wo es am langweiligsten ist. Glückwunsch, sage ich jetzt da. Und dann ist auch noch mega viel Verkehr, also mit mal richtig schön ballern ist da nichts. Bisschen schade. Aber es erhöht exponentiell die Chance, lebend anzukommen. Es ist mir nochmal ein Herzensanliege, wirklich zu erklären und zu sagen, dass der Typ auf dem Campground, der da so wahnsinnig durchgedreht ist, dass wir uns da beide in keinem Fall auf irgendeine Art und Weise darüber lustig gemacht haben. Wir haben uns da wirklich nachts noch verdrückt, weil wir wirklich das so sus fanden da, dass uns ja eigentlich keine andere Wahl geblieben ist, als da wegzugehen, weil es echt creepy war. Und im Grunde genommen tut der Mensch uns einfach nur schrecklich leid. Also wir haben die Vermutung, dass es vielleicht ein Veteran sein könnte. Und der fällt dann natürlich, Philipp hat es gut gesagt, einfach durchs Raster hier, weil das Gesundheitssystem in den USA eine absolute Vollkatastrophe ist. Und wenn er in irgendeiner Art und Weise psychisch krank ist, schizophren, irgendeine posttraumatische Belastungsstörung hat, dann hilft den Leuten hier niemand. Und das ist echt übel. Und so Sachen passieren jetzt aktuell eigentlich wirklich auch nur deswegen, weil wir hier gerade im Moment festsitze und auf dieses Paket warte, das einfach nicht ankommen will. Jetzt haben wir, gestern ist es jetzt dann mal in den USA angekommen nach 14 Tagen, ist jetzt im US Customs und da sage jetzt natürlich auch alle Versandseiten, sowohl DHL als auch hier USPS, ist nicht Danny ihr Bier, das ist jetzt da im Zoll und jetzt kann der Zoll sich da 2 Tage oder 8 Wochen Zeit nehmen, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und das ist scheiße, weil wir hängen hier echt fest, sind hier in der letzten Kaschemme. Es ist eine Absteige hoch 10, ne? Ja. Also, es mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht okay aussehen, weil auf der GoPro sieht eh mal alles ein bisschen anders aus. Ja, so sieht es grundsätzlich aus. Wir haben uns hier eingenistet mit unserem ganzen Zeug, aber es guckt euch mal hier an. Da hat schon irgendein Idiot durch die Tür durchgeboxt. Dann haben sie da alles notdürftig geflickt und mit irgendeiner anderen weiße Farbe drüber. Und ins Bad reingucken, das will man eigentlich schon gar nicht. Das ist halt einfach dreckig und versifft, ne? Ja, ja, ja. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und falls ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!